Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ist ein bisschen konfus jetzt wahrscheinlich, aber ist ja auch nur als eigentlich recht privates Dankeschön-Video für die Frau Doktor und den Sascha gedacht, also Christina, aka Frau Doktor. ich kann es nicht richtig aussprechen. Also die genaue Betonung von Frau Doktor bekommt nur Sascha hin. Ich kann das nicht. Ne? Aber ich versuche es immer wieder und vielleicht klappt es ja eines Tages irgendwann mal, dass Frau Doktor mit der Aussprache ihres Kosenamens zufrieden ist. So, jedenfalls, ja, vielen, vielen herzlichen Dank an euch für mein Geburtstagsgeschenk. Es war tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk. Daran merkt man, die zwei haben eine Insider-Information und wissen, wann ich Geburtstag habe. weil wir waren ja zusammen in Schottland und daher kennen wir uns natürlich eben auch entsprechend privat. Und der Sascha wusste, das ist die Axt, die ich schon immer mal haben wollte. Und entsprechend begeistert bin ich. Wenn ich schon wer anders drin gelegen wäre, hätte ich sie ja mit ins Bett genommen am Abend meines Geburtstags. Nur weil sie so toll ist. Habe ich früher auch, als mein Schwert neu war. Gut, jetzt muss man allerdings sagen, mein Schwert ist 15 Jahre alt oder irgendwie sowas. Ne? Also das habe ich schon lange, lange, lange und ich war noch jung. Und wahrscheinlich hätte ich sie nicht wirklich mit ins Bett genommen, aber man könnte kuscheln. Das ginge schon. Ist halt wirklich ein Werkzeug, wirklich allererster Güte. Schön im rustikalen Stil gehalten, also so wie eine Axt meiner Meinung nach aussehen sollte. Da kann man ja durchaus optische Ansprüche an einen meiner Meinung nach hochästhetischen Gegenstand, wie auch zum Beispiel ein Messer, ne, ist ja auch was, was viele von uns als hochästhetisch auch empfinden und das Aussehen eines Messers überaus wichtig finden. Ne? Und so geht es mir auch mit Äxten und ich mag diese Kunststoffdinger nicht, ich mag diese Hightech-Materialien-Griffdinger nicht und ich mag auch nicht diese schön glatt polierten Klingen, Köpfe. Und muss wirklich sagen, ich finde dieses Design von diesen Dingern einfach wirklich wunderschön. Die sehen unglaublich hübsch aus, diese Beilchen. Und da ist wieder der Mistkäfer unterwegs und macht einen Haufen Lärm. Deswegen musste ich da kurz gucken. Das ist also eine absolute Meisteraxt gefühlt, meisterhaft geschmiedet, weil die ist tatsächlich geschmiedet. Die ist nicht irgendwie gegossen oder sonst wie. Und man merkt sofort am Stahl. Also wenn man wie ich noch nicht allzu viele Äxte besessen hat. Ne? Weil, ehrlich gesagt, habe ich, es ist auch hier nach wie vor so, keinen besonders riesigen Bedarf für eine Axt. Eine Axt ist schön, eine Axt ist nützlich, eine Axt ist praktisch. Unbedingt brauchen tue ich bei meinen Aktivitäten eine Axt. Nicht unbedingt. Das natürlich für ein Geschenk noch mal besser ist und noch mal ein bisschen mehr Freude macht, weil es halt was ist, womit ich zwar geliebäugelt habe, was ich mir aber wahrscheinlich doch nicht gekauft hätte, weil ich es ja nicht unbedingt brauche. Es macht natürlich unglaublich Spaß und ich bin super froh, dass ich jetzt eine habe, aber aus Vernunftgründen hätte ich mir wahrscheinlich nicht wirklich eine gekauft. Aber, ich habe ja aus ähnlichen Gründen jetzt auch eine Pistolenarmbrust. Ich muss die nochmal demnächst wirklich als Requisite für diverse Videos, also ich gehe gerne mal hin und wieder damit schießen und habe es auch gerne mal einfach im Rucksack drin und dann mal ein kleines bisschen rumzuballern, was Spaß macht, ne? Aus keinem tieferen Sinn. Habe es aber bisher jetzt wirklich nur ein einziges Mal ganz kurz als Requisite und ich habe dann auch diverse Projekte, wo die dann als bescheuerte Videorequisite mal kurz zum Einsatz kommt, aber im Wesentlichen ist Spielzeug. Ne? Anders als dieses Beil, weil das hat ja schon durchaus einen praktischen Nutzen. Ich würde mal sagen, ist der wesentliche praktische Nutzen so eines kleinen Beils, wenn man es dabei hat, besteht darin, dass vieles sehr viel schneller geht. Jetzt ist es nicht unbedingt erforderlich, dass vieles sehr viel schneller geht, weil man hat ja genügend Zeit normalerweise draußen. Aber es ist schon schön. Ne? Lassen wir jetzt einfach mal so stehen und ich bin begeistert. Also Qualität muss man überhaupt nichts sagen. Das ist eine wirklich großartig verarbeitete Axt. Die ist perfekt. Die hat einen super dicken Griff, wie man hier schön sehen kann. Also da kann überhaupt nichts. Die ist unzerstörbar. Weiß nicht, wie man die kaputt kriegen sollte. Man klopft auch Stein rum. Natürlich, dann ist die Schneide im Eimer, aber die kann
kann man dann wahrscheinlich, wenn man das kann, könnte ich nicht, aber ich müsste sie dann jemandem geben, der mir da eine neue Schneide entsprechend ranschleift. Aber wie man diesen Griff kaputt kriegen soll, ist mir ein Rätsel. Trotzdem steht im beiliegenden Buch der Äxte eine schöne Gebrauchsanweisung, wie man zum Beispiel auch den Stiel auswechselt, wenn man das dann tun möchte. Und Ersatzstiele sind natürlich bei der entsprechenden Firma mit diesem Namen, den auszusprechen, ich mich nicht traue, weil es kann nur falsch sein. Und bei besagter Firma kriegt man natürlich auch Ersatzstiele. Und besagte Firma stellt meines Wissens seit etwas über 100 Jahren irgendwie Äxte her. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, wie lange genau. Das kann man alles eben entsprechend recherchieren. Und die machen auch nichts anderes. Das ist wirklich ein Haufen Schmiede und eine überschaubare Zahl. Auch in diesem besagten Buch der Äxte sieht man jeden Mitarbeiter der entsprechenden Firma mit dem Namen, den auszusprechen, ich mich nicht traue. Und das ist wirklich eine sehr überschaubare Zahl an Mitarbeitern. Und die kloppen da allen Ernstes diese Axtköpfe da in ihrer Schmiede entsprechend zurecht. Man kann damit auch Axt werfen auf Flugzeuge. Nein, wäre viel zu schade drum. Wobei, sie haben auch Wurfäxte im Angebot, habe ich im Buch der Äxte entsprechend nachgelesen. Jetzt, warum erwähne ich dieses scheiß Buch der Äxte dauernd? Ich finde das einfach unglaublich toll. Das war ja auch bei meinem Tilly-Hat entsprechend einer der Kaufgründe. Wenn man zu einem Produkt eine unglaublich ausführliche Gebrauchsanweisung inklusive der Firmengeschichte und so weiter und so fort beilegt, damit einfach mal ein gewisser persönlicher Bezug zu dem entsprechenden Ausrüstungsgegenstand aufgebaut werden kann. Und ein persönlicher Bezug zu meinen Ausrüstungsgegenständen, wie in diesem Fall natürlich, ist es mein Geburtstagsgeschenk. Das ist natürlich auch hilfreich. Ist mir einfach wichtig, weil man muss ja schon, je nachdem was man tut, sich sehr, sehr, sehr drauf verlassen können, dass man Ausrüstung dabei hat, die echt was taugt, bei der man sich drauf verlassen kann, dass die einem nicht kaputt geht, dass die wirklich alles mitmacht, was man von ihr üblicherweise verlangt. Und ich finde, es ist einfach wichtig, dass man da Vertrauen in die eigene Ausrüstung haben kann. Und das ist natürlich dann umso mehr gegeben, wenn man eine persönliche Beziehung zu seiner Axt, sie kriegt noch einen Namen, entsprechend aufbaut. So, das war jetzt das allgemeine Blabla. Jetzt, was kann die? Es ist natürlich eine kleine Axt. Was kann man damit also nicht? Das heißt, man kann schon, aber es würde halt ewig lange dauern, einen Baum fällen. Will ich ja auch nicht. Ne? Warum sollte ich einen Baum fällen? Was für ein Szenario ist das bitte schön erforderlich? Braucht unglaublich viel Kraft, bringt ein riesen Verletzungsrisiko mit sich und man darf es auch nicht. Ne? Und Feuerholz kann man dann auch nicht verwenden. Das Einzige, wo man dann wirklich mal einen Baum fällen wollen würde, eventuell wäre tatsächlich, wenn man ausgewandert ist nach Kanada, um sich da eine Blockhütte zu bauen oder sowas in der Richtung. Jetzt nicht, dass das keine gute Idee wäre, sowas gegebenenfalls zu tun. Dann braucht man selbstverständlich auch eine Axt, und zwar ein anderes Format als diese kleine hier. Aber so eine kleine ist meiner Meinung nach die ideale Form von Axt. Und ich habe ja, wie gesagt, ne, genau diese quasi ins Auge gefasst gehabt, weil die ist so klein, dass man sie mitnehmen kann. Eine normale große Axt würde ich niemals eine längere Zeit durch die Gegend schleppen. Das sehe ich einfach nicht ein. Weil dafür ist der Nutzen, den mir jetzt persönlich eine Axt bringt, als kein großer Waldbaumeister, der ich nun mal nicht bin, oder so. Das war jetzt zu viel doppelte Negation irgendwie. Ach, ist ja egal. Jedenfalls, da ich nicht viel im Wald baue, werde ich sowieso kein großes, krasses Werkzeug brauchen. Ich brauche auch keine solche krasse Säge, mit der ich irgendwelche riesigen Äste durchsägen kann. Da habe ich einfach nicht das Bedürfnis nach. Kleine Werkzeuge, eine kleine Säge für mal einen kleinen Ast. Hier sowas von dieser Dicke. Das hilft mir weiter. Das ist absolut praktisch. Und deswegen habe ich mich ja auch sehr über meine, wo habe ich sie denn, Opinel-Säge damals gefreut. Und habe vom Sascha jetzt übrigens auch noch eine Fiskars-Säge. Die wird auch mal irgendwann demnächst noch zum Einsatz kommen. Also übrigens auch da nochmal herzlichen Dank. Aber die hier zum Beispiel. Für meine Zwecke wirklich absolut groß genug. Ich bin auch ganz gut zurechtgekommen mit der im Victorinox, in den großen Victorinox-Messern verbauten Klappsäge. Da komme ich auch gut mit zurecht. Einfach für meine kleinen Arbeiten im Walde, ne, da sind das wirklich völlig ausreichende Werkzeuge, wie ich finde, von der Größe her. Auch das ist eigentlich eine Säge, die mir für 90% der Dinge, die ich sägen möchte, auch langt. Ne? Also da bin ich jetzt, also mit dieser Ausstattung hier quasi,
habe ich wirklich mehr als genug Werkzeug, als ich wahrscheinlich bei den meisten Waldaufenthalte brauchen werde. Das Schöne ist jetzt allerdings, die hier, die wiegt gefühlt nichts. Also wirklich gefühlt überhaupt nichts. Der Holzgriff, na, der ist super leicht. Das wiegt quasi nichts. Und für eine Axt, ne, ist die hier auch ziemlich leicht. Es gibt noch leichtere, die sind aber so leicht, dass das überhaupt keinen Sinn mehr macht. Eine Axt muss ja ein gewisses Gewicht haben, damit man da eine gewisse Hackwirkung auch erzielen kann. Wenn dann der Axtkopf überhaupt nichts wiegt und der Stiel noch hohl ist und aus irgendwelchem Plastikschrott, nein. Also nicht für mich, ne? Nicht für mich. Und ja, also quasi damit will ich ausdrücken, die kann natürlich Dinge, die ihrer Größe entsprechen. Das ist eine Axt für Feinheiten. Und das äußert sich zum Beispiel darin, dass man mit dem Ding nahezu wie mit einem Messer, und ihr seht, es fliegen die Fetzen, schnitzen kann. Ne? Das funktioniert ganz wunderbar. Mit dem Ding schlicht und ergreifend wirklich zu schnitzen. Da braucht man überhaupt kein Messer, das kann man auch mit der Axt. Geht wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. Die ist scharf wie Sau, also scharf wie ein Obinel, ungefähr auf dem Level. Und man kann halt zusätzlich nicht nur schnitzen, sondern auch hacken, was ich jetzt natürlich aufgrund der Kameraeinstellung nicht wirklich vormachen kann, machen wir aber gleich noch. Und das macht sich halt schon zu einem sehr, sehr universellen Werkzeug. Hat man jetzt nicht irgendwelche großen Schnitzprojekte vor, wo man wirklich auf ein Messer angewiesen ist, weil man hier stundenlang an irgendeinem schönen Deluxe-Hering meinetwegen rumschnitzen möchte. Wobei, da braucht man nicht eine Stunde. Selbst der deluxeste Hering geht keine Stunde, aber egal. Solange es wirklich nur mal kurz eben irgendwas anspitzen, oder was ablenken oder sowas in der Richtung ist, was ja so die meisten Tätigkeiten sind, die man meiner Meinung nach mit einem Messer macht, das geht wirklich mit diesem kleinen, schicken Beil fast genauso gut. Liegt hervorragend in der Hand. Jetzt ist es natürlich von der Geometrie der Schneide her kein Schnitzbeil. Dann wäre es noch etwas länger und wäre noch etwas runder, damit man einfach eine längere Schneidbewegung machen kann. So hat man ja doch eine vergleichsweise kurze Schneide für Schneidbewegungen. Die dürfte dann, wenn es ums Schnitzen geht, ich mach mal, ne, ihr seht, ich mache hier eine solche Bewegung, damit eben die das schneidet dann schon erheblich besser, als wenn man jetzt versuchen würde, das nur so abzuschaben. Das geht natürlich auch, ne? Aber es schneidet noch mal besser, wenn man wirklich so eine Schneidbewegung macht. Und dafür ist es halt, meiner Meinung nach wirklich eine kleine Universalaxt. Sie kann zum Schneiden verwendet werden, sie ist aber trotzdem vom Kopf her definitiv eine Axt, die auch zum Spalten geeignet ist, ne? Die auch entsprechend so zuläuft, dass man damit wirklich problemlos Holz spalten kann. Die Dicke von Holz, die ich ohnehin nur verwende, also sprich so Ästchen, das was legal ist. Man darf ja nirgends irgendwelche Stämme über 10 cm legal irgendwie einfach so verwenden. 10 cm ist immer die magische Grenze, selbst in den Bundesländern, wo man Leseholz selbst aufsammeln kann und damit eben entsprechend Spaß haben. Ja, macht schon Spaß. Entsprechend darf, ne? Und selbst da, 10 cm ist immer die magische Grenze. Deshalb ist Werkzeug für Holz über 10 cm für jemanden, der nicht ein Waldbesitzer ist, eigentlich nur dann interessant, wenn man vorhat, illegale Dinge zu tun. Aus meiner Sicht. Ne? Aus meiner Sicht. Es sei denn, man hat halt wirklich auch noch irgendwo einen Acker, wo man dann Holz rumliegen hat und will da arbeiten und so weiter und so weiter. Oder natürlich, man erwirbt für kleines Geld ein Flächenlos, wo man sich dann selbst sein eigenes Brennholz hacken darf. In diesem Fall macht es dann natürlich auch Sinn, größeres Werkzeug zu verwenden. Und wenn man so ein Flächenlos hat, darf man auch die Motorsäge nehmen. Ne? Teilweise muss man sogar einen Motorsägenschein nachweisen, um ein Flächenlos zu bekommen. Was ich ein bisschen blöd finde, weil es sollte ja theoretisch auch möglich sein, dass man da wirklich aus körperlicher Ertüchtigung hingeht und alles mit der Handsäge macht. Naja, wie dem auch sei, jetzt habe ich reichlich erklärt, was dieses Ding alles schnitzerisch drauf hat. Wir gucken uns jetzt noch ein paar kleine Schnitzbilder im Detail an und dann hacke ich ein wenig und dann mache ich noch als entsprechende Aktivität, um dieses großartige Werkzeug entsprechend zu würdigen, noch ein kleines Feuerchen. Ja, Aufnahmen im Detail. Ja, das wollte ich jetzt machen.
So, und hier haben wir jetzt einen kleinen Kienspan. Und ich habe da gerade schon angefangen, habe nur vergessen auf Play zu drücken. Wie man sieht, lässt sich mit dieser Axt also wirklich problemlos da ganz, ganz feine Kienspanlöckchen eben entsprechend rausschneiden. Ich muss sie jetzt nur kurz abmachen, bevor sie mir runterfallen. Die brauche ich nachher noch fürs Feuerchen. Also das klappt wirklich völlig problemlos. Seht ihr? Gut, das ist natürlich jetzt alles ein wenig von der Schärfe her nicht so einfach. So, jetzt nochmal schön scharf gestellt. Also, Kienspan lässt sich wirklich wunderbar mit dieser Axt schnitzen. Da braucht man jetzt wirklich nicht das Messer rausholen. Da kann man, wenn man gerade die Axt in der Hand hat und gerade für sein Feuerchen eben ein bisschen Kienspan abschnitzen möchte, kann man das auch problemlos mit dem Beil machen. Zack. Also, ne, das wäre jetzt fast schon genug. Ich mache nochmal spaßeshalber ein bisschen mehr. Klappt also ganz gut, ohne dass mir jetzt da die Hälfte runterfliegt. Zack. So, muss man sich jetzt nur noch entsprechend abschneiden. Gut, das war die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich mir hier extra diesen Haselstock besorgt habe. Zack. Und versuche, diesen scharf zu kriegen. Ja. Und da können wir uns jetzt nochmal im Detail angucken. Also der ist jetzt frisch, aber es fliegen die Fetzen. Ja, es fliegen wirklich die Fetzen gar sehr. Das kann ein Messer auch nicht viel besser. Nehmen wir mal spaßeshalber. Ne? Das hat jetzt natürlich eine ganz andere Schneidengeometrie. Ist ja viel, 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 viel dünner. Die Schneide ist auch kein balliger Anschliff. Macht daher auch eine gute Figur. Das wäre ja auch schlecht, wenn nicht. Und vor allen Dingen kann man da irgendwie, das beißt sich jetzt nicht ganz so tief ins Holz. Man kriegt längere Schnitte leichter hin. Mit dem Beil, da beißt man sich sehr schnell sehr tief ins Holz. Das ist also gut zum Ablängen für feinere Schnitzereien. Es geht, wie wir gerade gesehen haben, halt nicht so prickelnd. Und die Schneide ist halt ein bisschen kurz. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, hier so einen langen Schnitt zu setzen, dann merke ich einfach relativ schnell, okay, da ist die Schneide jetzt ein bisschen kurz. Da ist jetzt ein Messer, das ein bisschen länger ist, natürlich von Vorteil. Und wegen einer flacheren Klinge, dann schneidet es da auch besser rein. Und man kann solche flachen Dinge auch entsprechend besser schnibbeln. Ne? Aber gehen, wie gesagt, gehen tut's. Man muss ja ein bisschen mehr üben vielleicht. Und ja, das war es aber dann auch. So, Dala, jetzt spaßeshalber. Angenommen, ich will jetzt den Stock durchkriegen und habe nur ein Messer. Dann läuft es darauf hinaus, dass ich dann diesen hier mache. Zack. Zack. Okay, das war jetzt nicht ganz rund. Und mich dann hier auf diesen Wege, also das kann man jetzt natürlich noch mit einer anderen Schnitztechnik mehr oder weniger machen, aber da muss ich jetzt also eure Kamera umbauen. Da halt so durcharbeite, bis ich so tief drin bin, dass ich es, na geht noch nicht, abbrechen kann. Gut, das Messer hat natürlich eine Säge und ich hätte jetzt gesägt normalerweise, aber ich will einfach nur mal zeigen, wie das jetzt mit dieser ganz normalen Technik im Sitzen und in gemütlich, ne, geht. Sieht dann so aus. Okay, und jetzt haben wir ja aber einen Beil. Und da wir einen Beil haben, also erstens ist das schon halber durch. Zack, gekürzt. Zack, gekürzt. Ja, okay. Zielen muss ich noch üben. Ja, jetzt kommen wir zu der dünnen Ecke. Da ist natürlich überhaupt kein Problem mehr. Ja, mit Schmackes geht es jetzt auch ganz durch. Und das ist Hasel. Das ist wirklich nicht das weicheste Holz. Das ist eher eins von den harten. Mal abgesehen jetzt von Buche und Eiche und so ein Zeug natürlich. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Zack.
Und für sowas ist so ein Beil dann halt echt richtig, 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 richtig praktisch. So, jetzt habe ich wieder vergessen, auf Play zu drücken. Ich bin heute irgendwie geistig woanders. Aber was ich kurz zeigen wollte, ich habe hier so kleine Holzdinger, ne? So Anmachholz, hatte ich mir mal gekauft für daheim. Und man muss ja nicht immer alles Holz aus dem Wald nehmen. Das ist ja auch immer ein Nährstoffexport, wenn man im Wald sich einfach so Holz sammelt. Und deswegen finde ich es einfach fair, wenn man mal hin und wieder auch Holz von woanders mitbringt quasi. Ja, ich traue mich nicht, weil ich habe Angst, dass ich daneben hau. Meine Erfahrung mit Äxten ist ja eher rudimentär. Deswegen bin ich bei sowas immer noch ein bisschen vorsichtig. Habe in meinem Leben noch nicht so viel Holz gehackt, wie ich gerne behaupten würde, dass ich es getan habe. Wäre aber halt gelogen. Aber natürlich geht die da durch wie nix. Ne, das ist überhaupt kein Problem. Selbstverständlich. Das ist ja auch quasi schon vorgespalten. Und im Grunde müsste man gar nicht groß hacken, sondern könnte hier auch die Faustmethode machen. Eben ging's. Na gut, jetzt geht's nicht. Zack. Ne? Also da habe ich jetzt gerade mit der Faust entsprechend drauf gekloppt. Konnte man jetzt leider nicht sehen, weil Ben wieder die Kamera falsch eingestellt hat. Aber man sieht ja das Resultat. Also quasi die Obelix-Variante. Ne? Das ist meiner Meinung nach eine gute Methode, so ganz, ganz kleine Holzstückchen dann nochmal kleiner eben zu bekommen. Ohne dass da irgendein Verletzungsrisiko halt vorhanden wäre. Denn wenn man jetzt hier wirklich versucht, so ein kleines Ding da zu treffen, indem man oben drauf haut, ist meiner Meinung nach das Verletzungsrisiko viel zu hoch. Klar, wenn man es jetzt umdreht, hier ist es nicht ganz so schmal. Ne? Und ich heb das mal kurz so her und mache dann diesen, damit man halt, das seht ihr jetzt auch wieder nicht richtig, aber und man trifft, dann geht das natürlich auch, aber dafür muss man halt treffen und deswegen halte ich das für eine gute Idee, wenn man einfach die Axt aufsetzt und dann gerade die Obelix-Methode, zack, und dann lässt sich das nämlich ganz wunderbar spalten, ohne dass man da irgendwelche Risiken eingehen muss, sich zu verletzen, meiner Meinung nach. So, habe gesägt, habe jetzt hier mal so einen kleinen, das ist jetzt schon so halb morsches Holz, würde ich so normalerweise nicht ins Feuer schmeißen, einfach weil es wahrscheinlich innen, zumindest im äußeren Bereich zu nass ist. Gespalten geht's, gespalten kann man das verheizen, würde jetzt auch nicht toll brennen, schon gar nicht rauchfrei, mein Hackklotz hier ist nicht ganz eben, aber, ne, also, das ist natürlich wirklich überhaupt kein Problem, das dann eben entsprechend klein zu kriegen mit dem Beil. Look. Ups, daneben. Treffen muss man. Hui. Und wie gesagt, ist schon etwas angemorscht. Deswegen spaltet sie es auch gar nicht so gut. Machen wir mal so. Und jetzt ist es klein, aber war halt schon doch zu morsch. Dachte, es wäre noch etwas besser. Hier habe ich ein etwas besseres. Das ist noch in einem recht guten Zustand. Das könnte man jetzt auch wirklich prima als Brennholz verwenden. Ups. Zack, das war nur ein kleines Stück. Vielleicht erwischen wir sie auch noch richtig. Ups. Nein, tun wir nicht. Zack. Einmal. Ja. Ja, also so viel erstmal dazu. Und jetzt hacken wir noch was Großes durch. Also was Langes. So Ablängen quasi. Was Großes, Dickes. So, ich muss gerade gucken, dass ich an der Stelle hacke, die auch im Bild ist. Ja, also der ist natürlich auch etwas angemorscht, ja, aber vielleicht will man ihn ja für irgendeinen Lagerbau nehmen. Ja, war halt doch etwas sehr morsch. Dieser Asti, der ist noch relativ stabil. Der ist zwar jetzt relativ dünn, aber
ja, doch auch schon faul genug. Das ist halt so, wenn man im Walde Holz einfach irgendwas nimmt, ist das meistens schon recht morsch. Ich suche mal was noch Besseres. So, jetzt haben wir was gefunden, was definitiv noch nicht sehr morsch ist. Natürlich würde ich jetzt normalerweise da gar nicht groß dran rumkloppen. Den ich jetzt schön machen kann, ist sich quasi einen Sitz bauen. Jetzt kann ich mich da theoretisch schön hinhocken. Ne? Hier auch noch mal so ein halbwegs festes Stämmelchen. Gut, so fest war es auch wieder nicht. Ne, aber zum Ablenken von Holz ist echt kein Problem. Und wenn man hier mal einen Ast abhaben möchte, weil die eignen sich ja auch oft gut als Brennholz. Zack, und ab ist er. So, und jetzt habe ich die ganze Zeit rumgeholzt. Jetzt will ich auch ein kleines Feuerlein machen. Tada! Die heilige Axt. So könnte man sie auch schön auf einem Hügelgrab eines Wikingers platzieren. Ich finde, würde durchaus authentisch aussehen, dass er mit seiner Lieblingsaxt quasi beigesetzt wurde. So, wo haben wir denn jetzt das ganze Kleinholz? Da haben wir das halbwegs Wald-Kleinholz. Okay, da ist noch ein kleines bisschen was von daheim dabei. Dann haben wir hier noch ein bisschen kleineres Kleinholz und da haben wir noch zwei ganz kleine Kleinholze. Na gut, das ist für Obelix-Taktik ein bisschen zu dick. Sowas sollte man natürlich nicht tun, weil wenn man in den Boden haut, dann ist die Axt im Eimer. So. Ups. Das muss ich halt noch üben, ne? Mir fehlt da schlicht und ergreifend die praktische Übung. Hab in meinem Leben noch nicht so viel Holz gespalten. Der Profi wird's vielleicht auch sowieso gemerkt haben. Ich habe da auch immer noch ein bisschen Angst und einen gewissen Respekt vorm Werkzeug, einfach weil ich das noch nicht so viel gemacht habe. Hoppla, der flog jetzt zu weit, da renne ich jetzt nicht hinterher. Na? Hey. Ja, und wie kriege ich den ins Kleine? Das muss jetzt halt. Ups.
Ja, ich traue mich nicht richtig draufhauen, ne? Also, die Axt ist gut, nur, seht ihr? Da war der Boden. Und ich habe gelesen, auf sowas soll man nach Möglichkeit auch nicht rumklopfen, weil das ist jetzt oben dreckig, da sind jetzt einzelne kleine Sandkörnchen drin. Ach, das verhält sich dann nachher so. Weil sobald ich da mit der Axt draufhaue, kriege ich ja Sandkörnchen an die Schneide und das gefällt der Schneide. Also das ist super harter Stahl, ne? Und die ist nach wie vor super scharf. Da gibt es gar nichts. Also ich kann hier keine spürbaren Schärfeverlust feststellen. Und jetzt fällt mir übrigens ein, jetzt wo ich gerade den ersten Spreisel im Finger spüre, ich hätte Handschuhe dabei gehabt. ich habe ja eben schon ein bisschen Kienspan klein gehobelt. Das heißt, das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Wo haben wir ihn? Da haben wir welchen. Zack. Okay, inzwischen habe ich Handschuhe an und wollte noch mal testen, ob ich mir denn mit der Axt hier nicht auch noch so ein paar schöne Spänchen da rausschnibbeln kann. Und klar, das geht. Natürlich wieder besser, wenn man das auf Holz stellt. Dann bohrt es sich nicht so in den Boden. Zack. Das geht eigentlich sehr gut. Nur wäre da halt wirklich eine noch festere Unterlage als so ein einzelnes Holzstückchen echt vorteilhaft. Dann könnte man das noch etwas besser machen. So. Ich hoffe, man sieht so einigermaßen, was ich hier tue. Ich habe jetzt keine Lust, jedes Mal auf die Kamera zu gucken, ob ich jetzt perfekt im Bild bin oder nicht. Ist auch eine Option. Ihr seht, ich bin selber noch so ein bisschen am Experimentieren. Das geht ganz gut. Vor allen Dingen geht es schön schnell. Ja, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann werde ich da auch noch fixer. Vielleicht wisst ihr ja, ich mache mein Feuer normalerweise wirklich einfach immer mit Stöckchen, die man im Wald so findet. Dieses ganze Holz vorher aufbereiten ist mir nicht vertraut. Man kann sich auch sehr streiten, ob das überhaupt notwendig ist. Also ich meine ja in den meisten Fällen, wenn man sich in einem Wald befindet und genügend Holz da ist, und das ist es, weil es ist ein Wald, dann muss man sich diesen ganzen Aufwand nicht machen. Dann nimmt man einfach ein paar Stöckchen, schmeißt die auf seinen Zunder, der brennt natürlich, und dann hat man im Wesentlichen auch schon ein Feuer. Und wenn es ein bisschen nasser ist, dann muss man es halt ein bisschen geschickter aufbauen. Aber auch das klappt meiner Meinung nach so gut, dass man diesen ganzen Aufwand, den ich hier jetzt betreibe, eigentlich meines Erachtens in den seltensten Fällen wirklich braucht. Vielleicht braucht man es tatsächlich, wenn man mitten im Winter bei ganz beschissenen Bedingungen ein Feuerchen machen muss und wirklich keine Äste findet, die man anzünden kann. Das ist mir aber noch nie passiert. Auch nicht bei minus was weiß ich was. Habe ich noch immer ein Feuer bisher angekriegt. Ohne vorher ewig viel Holz spalten zu müssen und solche Käse. Na klar, aber das macht Spaß. Es macht Spaß, kann man ja auch machen. Spricht nichts dagegen. So, jetzt, wo habe ich denn genau? Ich wollte jetzt mal spaßeshalber das Ganze mit der Säge entzünden. Und
Jetzt könnt ihr eigentlich, nein, so jetzt. Noch mit ein bisschen mehr Zoom. Und jetzt gucken wir mal, wie gut das geht mit der Säge. Auch dazu machen wir es am besten zu. Da muss die ja nicht offen sein. Zum Fire Steel anreißen. Weil die hat eigentlich eine sehr, sehr scharfkantige Rückseite. Ja. Ja, aber das scheint auch zu klappen. Auch wenn es nicht die übliche Bennfeuermethode ist. Wäre auch peinlich, das Holz ist schließlich aus daheim, ne? Aus trocken. Also wenn das nicht brennt wie Sau, das wäre peinlich. So, also das ist jetzt das offizielle Frau Doktor und Sascha Feuer. Also vielen lieben Dank nochmal eben für das Beil. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt auch gar nicht, was ist der Unterschied zwischen einer Axt und einem Beil ist. Ist das jetzt nur eine Axt? Ist das ein Beil? Weiß ich nicht. Meiner Meinung nach finde ich, passt Beil besser für so ein kleines Ding. Aber ja, das ist ja auch vielleicht gar nicht so entscheidend. Jedenfalls ist es toll. Also ich habe da wirklich außerordentlich Freude dran an dem Ding. Wirklich außerordentlich. Und noch keinen Schärfeverlust festzustellen, nach dem, was ich bisher damit getrieben habe. Wirklich ein tolles Werkzeug. Der Vollständigkeit halber noch der rechtliche Hinweis. Feuer machen, ne? Im Regelfall nicht erlaubt. Und man sollte natürlich auch gucken, dass man ja dann nur Feuer macht, wenn auch alles schön nass ist. Das ist jetzt der Fall. Hat die letzten Tage immer mal wieder ordentlich geregnet. Gott sei Dank jetzt endlich, dass der Sommer vorbei ist, wurde auch mal Zeit. Im Grunde habe ich da nichts mehr zu sagen. Danke habe ich gesagt. Feuerle habe ich gemacht. Dann, wer mag, kann noch ein bisschen ins Feuer gucken. Raucht aber schon ganz gut heute. Eieieiei. Das, was ich halt an Waldholz genommen habe, ist halt schon recht, noch recht wassergesättigt. Wirklich gut morsch hier, das Waldholz. Gut morsch gewesen. Viel Wasser drin. Passiert nichts mehr. Könnt abschalten.